Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Kisus Beauty News und ich habe heute ein paar coole neue Produkte für euch zum Vorstellen. Und darunter, Leute, ist ein Set, wo ich ausgerastet bin, als ich das gesehen habe auf Amazon. Und zwar, haltet euch fest, ist es ein Harry Potter Zauberstab Pinsel Set. Und zwar sind da die Zauberstäbe von Hermine, Ron, Harry, Dumbledore und Voldemort. Und zwar ist es ein Zauberstab in einer Pinselform. Ihr könnt schon mal gespannt sein, wie die Produkte gleich auch wirklich funktionieren und ob sie funktionieren oder ob es einfach nur hübsch aussieht, aber nichts kann. Und ich habe ja dieses Jahr kein Catrice-Sortimentswechsel-Video gemacht, weil ich die Produkte nicht bekommen habe. Und überall, wo ich halt geschaut habe, wo es die Produkte gibt, war das meiste ausverkauft, beziehungsweise ich bin da nicht rangekommen, weil es einige Sachen nur exklusiv im Müller gibt. Und ich habe keinen Müller hier so wirklich in der Nähe. Deswegen habe ich einfach mal ein paar Produkte rausgesucht, die für mich am interessantesten klingen und die ich auch bekommen habe und werde die auch live testen vor der Kamera für euch. Und bevor das Video anfängt, wollte ich euch noch ganz kurz Bescheid sagen, dass es meine T-Shirts bzw. Pullis nicht mehr lange gibt. Die sind nur noch bis zum, hier steht's drauf, erhältlich. Und das sind T-Shirt und Pullis, wo drauf steht Show Me Your Kitties, also richtig süß. Also wenn ihr noch welche haben wollt, dann seid schnell. Den Link dazu gibt es natürlich in der Infobox ganz oben. Und ich hoffe, die Sachen gefallen euch. Und dann würde ich mal sagen, jetzt geht's los mit dem Video. Wir fangen mal mit dem Augen-Make-up an. Und ich habe hier die Catrice Copper Palette, die mit ganz, ganz vielen schönen roséfarbenen Farben bestückt ist. Keine Ahnung, wie die von der Pigmentierung her sein wird. Ich bin gespannt. Ich hoffe, die wird gut. Und ich habe hier dann die verschiedenen Harry Potter Zauberstabpinsel. Und die fühlen sich auch echt schwer und hochwertig an. Ich fange an mit einem Blenderpinsel. Und zwar ist das der Zauberstab von Dumbledore, der Elderstab. Es wäre jetzt voll peinlich, wenn ich irgendwas jetzt falsch machen würde, beziehungsweise falsch aufsagen würde. Dann könnt ihr mich offiziell das Potterheads-Fandom enthaupten. Entlassen. Und ich fange mal mit einer dieser hellen Farben hier an und verteile das einfach mal auf mein beweglich... Oh, das glitzert. Okay, das glitzert doch mehr, als ich erwartet hätte. Ich weiß auch gerade nicht, was ich von dem Pinsel halte. Der wackelt mir gerade so ein bisschen rum, wenn ich ehrlich bin. Egal, wir machen mal mit Harrys Zauberstab weiter. Und zwar ist das so ein zugespitzter Pinsel, der hier vorne auch schön präzise ist. Damit gehe ich jetzt einfach mal hier in die Farbe Sculpt rein. Und das ist so ein lilaner Ton, würde ich sagen, um meinen Außenwinkel zu betonen. Oh, ich packe mal eine Puderschicht unter mein Auge, weil die Palette krümelt. Wir machen mal weiter. Ich betone einfach mal hier so ein bisschen meinen Außenwinkel und werde gleich das Ganze verblenden. So, da kommen wir zu Rons Zauberstab. Das ist hier so ein angeschrägter Verblenderpinsel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und damit gehe ich jetzt in die Farbe, ich probiere es einfach mal aus, in diese mittlere Farbe rein. Das ist so ein roségoldener Ton, würde ich sagen, der in die bräunliche Richtung geht und versuche das hier einfach mal zu verteilen. Also die Farbe an sich kommt echt gut raus, nur nicht auf meinem Auge, habe ich das Gefühl. Das ist bei mir wie das Problem mit Drogeriepaletten. Ich muss mir echt irgendwie jemanden suchen, die schminken kann vor der Kamera, weil bei mir klappt das nie. Schaut mal, man sieht einfach gar nichts auf meinen Augenlid. Ich benutze jetzt hier mal den Zauberstab von Lord Voldemort. Das ist hier so ein flacher Pinsel und damit gehe ich hier in diese roségoldene Farbe rein. Und das ist Mellow in the Background, die für Aufmerksamkeit dingstert. Okay, die krümelt so extrem. Also seht ihr, die Farben, die sind eigentlich echt mega schön, aber kommt auf meinem Augenlid einfach nicht raus. Egal, ich gehe jetzt nochmal wieder hier in die dunkle Farbe mit Harrys Zauberstab. Wenigstens sind die Pinsel toll. Zeig dich mal wieder. Ich werde jetzt einfach Hermines Zauberstab, diesen angeschrägten Pinsel dafür verwenden, um meinen inneren Augenwinkel zu highlighten. Könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben, ob ich die Einzige bin, die die Palette nicht mag und der die Palette viel zu viel glitzert und gar keine Farbe abgibt und alles. Mann, dabei habe ich mich so auf die Palette gefreut. Das Design sieht echt Hammer aus. Schaut mal, Copper. Schon allein, weil da Copper draufsteht, habe ich es mir geholt. Na egal, ich mache jetzt mal unter meinem Auge sauber. So, nun mein Fazit zu den Pinseln. Die werde ich auf jeden Fall jetzt regelmäßig verwenden, weil die erstens cool aussehen, zweitens gar nicht mal so schlecht sind. Also dafür, dass es eigentlich der Fokus auf das Design ist und nicht wirklich auf die Funktionalität der Pinsel, finde ich, dass sie trotzdem ganz, ganz gut sind.
Und schon als Harry Potter Fan, als riesiger Potter Fan, muss ich das jetzt regelmäßig verwenden. Der einzige Pinsel, der mich wirklich extrem enttäuscht hat, ist der Elderstab von Dumbledore, weil dieser Verblenderpinsel, ich weiß nicht, damit könnte ich mir eher vorstellen, meine Nase zu konturieren. Also das Harry Potter Pinselset ist auf jeden Fall ein Muss für alle Potterheads da draußen. Ich finde das super. Die Catrice The Precious Copper Collection Eyeshadow Palette ist dagegen leider nicht so cool gewesen. Aber egal, wir kommen zum nächsten Produkt. Und zwar ist es die Catrice Glam & Doll Mascara. Und zwar habe ich mir das Ganze jetzt einfach mal in wasserfest geholt, weil ich bald auch in den Urlaub fahre. Und ich möchte einfach mal schauen, ob die genauso gut ist wie die normale Glam & Doll Mascara. Die sieht von der Bürste her eigentlich genauso aus wie die Glam & Doll Mascara. Ach ja, die Glam & Doll Mascara enttäuscht auf jeden Fall nie. Super getrennt, voluminös, präzise. Was will man mehr? Und wasserfest hoffentlich. Also ich hoffe wirklich, dass die Mascara wasserfest ist. Vielleicht habt ihr auch schon Erfahrung mit der gehabt und könnt es in die Kommentare schreiben. Das nächste Produkt ist die Light and Shadow Palette bzw. Blush. Das ist ein Rouge zum Konturieren bzw. steht da Contouring Blush drauf. Mal sehen, wie das Ganze funktioniert. Ich stehe dem Ganzen noch etwas skeptisch gegenüber. Mal schauen, wie gut man damit konturieren kann. Ich benutze einen zugespitzten Pinsel hier vorne und gehe damit in den Rougeton rein. Ah ja, also man kann damit ganz, ganz leicht, ganz subtil und super krass natürlich konturieren. Es sieht einfach aus wie Rouge, nur ein bisschen aschiger. Also seht ihr das? Das ist so eine extrem natürliche Kontur. Ihr wisst ja, wie ich zu Natürlichkeit stehe. Also hier Wimpern-Extensions, Haar-Extensions. Bin die Natürlichkeit in Person. Ich glaube, ich bin nicht so gemacht für den natürlichen Look. Obwohl ich eine gute Haut habe, muss ich sagen. Eigentlich könnte ich auch mit weniger Schminke rumlaufen, aber ich mag das einfach. Kennt ihr das einfach, wenn andere Leute euch sagen, du siehst so toll aus, deine Haut ist so schön, du brauchst gar keine Schminke und du denkst dir so, na und? Ich mag trotzdem Schminke. So, jetzt mal hier so einen schönen Highlighter-Pinsel und denke mal, ich werde jetzt hier einfach hier diesen Foundation Brush verwenden, um ein bisschen Farbe rauszubekommen hier, ein bisschen Pigmentierung. Wie hübsch. Ihr seht natürlich gar nichts. Was sind denn die Produkte so schwach pigmentiert? Das kenne ich gar nicht. Oder wahrscheinlich habe ich einfach nur diesmal einen schlechten Griff gewagt. Und richtig staubig ist der Highlighter. Ach Mann, Leute, es macht keinen Spaß so. Aber da habe ich schon so viele andere Drogerieprodukte ausprobiert und hier vorgeschminkt und vorgeführt. Da verlinke ich euch einfach am Ende des Videos und in der Infobox so ein paar Videos, wo ihr gute Drogerieprodukte einfach seht. Aber das ist wirklich ein ernüchterndes Ergebnis, muss ich sagen. Wir machen einfach weiter mit den Lippenprodukten. Und zwar habe ich hier die Lip Cushions geholt. Und ich habe hier die Farbe 020 Better Make a Mauve. Okay, der Name ist geil. Ich liebe ja so Mauve-Töne. Und das muss man hier erstmal aufdrehen. Ich liebe ja diese Cushion-Produkte total. Ich glaube, ich sage immer Cushion, aber es heißt Cushion. Es haben mich schon einige berichtigt in den Kommentaren. Ich habe darauf gehört und es mir trotzdem nicht gemerkt. Es sind hier so eine Art Kissen hier vorne, so Schwämmchen-Applikatoren. Und da drin ist dann immer das Produkt versteckt oder liegt immer da drin. Und dann kann man das so direkt immer auftragen. Und es soll immer einen super schönen Auftrag ergeben. Und mal gucken, wie der Gloss ist. Ich bin ja eigentlich gar nicht so der Gloss-Träger. Wenn, dann mag ich so Satin-Finish, aber so Gloss ist gar nicht meins. Aber das sieht aus wie so ein flüssiger Lippenstift. Aber die Farbe ist echt mega schön. Also Mauve-Töne sind sowieso meine Töne auf jeden Fall. Töne, die ich über alles liebe und die ich sehr, sehr gerne trage. Der Auftrag ist sogar richtig schön deckend. Die Farbe ist wunderschön. Die Verteilung der Farbe ist auch gut. Es klebt auch nicht so doll. Es riecht sehr gut. Und es ist ein super angenehmer Auftrag und ein super angenehmes Tragegefühl. Ulala. Wie ich gerade erwähnt habe, mag ich es nicht, wenn meine Lippen glänzen. Und dadurch, dass ich mir das Produkt trotzdem geholt habe, habe ich mir zusätzlich, so schlau wie ich bin, ha, ich bin voller Fuchs, diesen Instant Mattifying Topcoat geholt für die Lippen, das alle glänzenden Lippenstifte und Lippenfarben und Lippenprodukte generell mattieren soll. Und da bin ich jetzt mal mega gespannt. Es ist so eine
silikonartige Masse. Keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Ich werde es gleich, wenn es nicht klappen sollte, auch nochmal mit einem anderen Lippenstift probieren. Puh, ein bisschen aufgeregt bin ich. Warte mal, glänzt meine Lippe jetzt nicht noch mehr, die obere Lippe? Toll, jetzt habe ich noch riesigere Lippen, als ich sonst schon habe. Warte mal. Okay, probieren wir das Ganze nochmal mit einer anderen Lippenfarbe. Okay, also ich glaube, ich habe einen Lippenstift noch nie so schlecht aufgetragen. Jedenfalls habe ich auf der Lippe jetzt einen Lippenstift von der Marke MAC. Und zwar aus der ganz, ganz neuen Kollektion in Zusammenarbeit mit James Carliatus oder so. Und dann probieren wir nochmal diesen Topcoat aus und schauen, ob dieser Glanz gleich ein wenig runtergemattiert wird. Wir machen es mal mit der unteren Lippe. Okay, Leute, ganz ehrlich, ihr könnt euch das Geld sparen. Also nichts passiert, außer dass es ein bisschen heller wurde. Ich weiß nicht, wie viele YouTuber das schon mal ausprobiert haben sollten, aber klappt das bei keinem von euch oder bin ich nur so blöd? Schreibt es mal in die Kommentare, ich fühle mich mega unsicher. Das waren nun alle Produkte, die ich jetzt neu geholt habe und ausprobiert habe für euch. Ich hoffe, sie haben euch gefallen, beziehungsweise ihr habt irgendwelche Erfahrungen gemacht, die ich auch gemacht habe jetzt mit den Produkten und könnt die mit mir teilen, beziehungsweise mit der Community, und dann können wir alle diskutieren und quatschen, ob wir dasselbe erlebt haben mit den Sachen oder ob wir bessere Erfahrungen gemacht haben oder schlechtere Erfahrungen. Da bin ich auch mega gespannt auf euer Feedback, wenn euch das Video gefallen hat und für mehr Kisus Beauty News, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns schon bald zu einem neuen Video. Bye!